Ja, am Vorabend des Welttags der Ozeane begrüße ich Sie alle zu unserer Online-Veranstaltung Bewahrung der Schöpfung und der Ozeane. Ein besonderer Gruß und Dank gilt all den aktiv Beteiligten, die ich kurz vorstellen möchte. Das ist Dr. Benno Dahlhoff vom BUND in Soest, Lars Dedekind, Propst der Propstei Braunschweig, der Landeskirche Braunschweig, Dr. Rainer Gellermann, ich sehe ihn zwar noch nicht, aber der stößt dann sicher noch mit dazu, Strahlenschützer aus Braunschweig, Yu Kayakawa von Sayonara Nukes Berlin, Dr. Jörg Schmidt von IPPNW Stuttgart, der ist auch noch nicht da, aber das war klar, dass er erst ab 18 Uhr mit dazu stoßen wird. Und Peter Wiebe von der Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein. Wenn es um aktiv Beteiligte geht, mein Dank auch an Thomas Ziert, der für die Technik im Hintergrund sorgt und auch für die Aufzeichnung dann. Zusammen mit Bodo Walder, Arbeitskreis Japan der Landeskirche Braunschweig, werden wir die Veranstaltung moderieren. Ich werde sie ein bisschen durchs Programm führen. Und bei den Diskussionsrunden, das macht dann Bodo. Und mein Name ist Paul Koch von der Europäischen Aktionswoche Braunschweig. Welttag der Ozeane. Wir wollen im Lauf der Veranstaltung einiges zur Bedeutung dieses Tages hören. Aber was liegt näher als beim Thema Ozeane mit Bewahrung der Schöpfung zu beginnen? Propst Lars Dedekind, du hast das Wort. Vielen Dank, lieber Paul, und auch von mir schön, dass wir uns am Vorabend des Welttags der Ozeane miteinander per Zoom begegnen und treffen können. Ich habe einen kleinen theologischen Einstieg vorbereitet. Ich beginne mit Liebe und vielleicht gelingt es mir sogar auch mit Liebe wieder zu enden, denn ich liebe das Meer. Das Rauschen der Brandung, den salzigen Duft und Geschmack, der einem auf der Zunge liegt und den man inhaliert, wenn man am Meer spazieren geht, dieser unverwechselbare Geruch von Seetang und Salz. Ich liebe den feinen Sand oder den schmatzenden Schlick unter den Füßen und dazu den Wind, der über die Haut streicht. Und ich liebe es auch, das überall angespülte Strandgut, das verwitterte Holz, die Schalen von Krebsen, Muscheln oder Schnecken einzusammeln und ein wenig einfach über das, was mir vor die Füße vom Meer gespült wird, mit der Weite des Meeres verbunden zu sein. Wenn ich meine letzten Aufenthalte am Meer mir so vor mein geistiges Auge rufe, dann waren da aber nicht nur Schnecken und Muscheln und Treibgut im Sinne von Holz, sondern zunehmend halt auch sehr viel Plastikmüll in groben, großen Teilen oder auch ganz fein gerieben mit dem Sand des Meeres vermischt. Müll ist sicherlich eins der großen Probleme, die wir heute haben, wenn man an das Meer denkt, an die Ozeane, die Vermüllung der Ozeane. Ein anderes, ich will sie nur kurz benennen, Problem wäre das der Erderwärmung der Erdmeere. Und das Dritte, gerade mit Blick auf das Mittelmeer, das Sterben im Mittelmeer aufgrund der Migrationsbewegung und dass wir das Mittelmeer als eine mehr oder minder gesicherte hermetische Grenze verstehen und Menschen den Zugang nach Europa damit erschweren. In meinen Betrachtungen jetzt soll es aber vor allen Dingen um das Müllproblem gehen und die Belastung auf die Ökosysteme der Meere. Und ich habe am 31. Mai in der Braunschweiger Zeitung dazu einen recht interessanten Artikel gelesen von Tobias Esser. Dort wurde berichtet von der Expedition eines philippinischen Forschers, Leo Florence Onda, und eines amerikanischen Entdeckers, Victor Vescovo, die in das Ententief auf etwa 10.400 Metern Tiefe unter dem Meeresspiegel abgestiegen
waren mit einem U-Boot und dort von berichtet haben. Und was sie dann sagen, ist das Folgende: Der Müll sei das Außergewöhnlichste an ihrem Tauchgang gewesen, erzählt der Forscher für mikrobielle Ozeanologie. Da war viel Plastik, eine Hose, ein Shirt, ein Teddybär und viele Plastiktüten. Selbst er habe diese Müllmengen nicht erwartet, obwohl das sein Forschungsgebiet sei. Auch der Zustand des Mülls am Meeresboden sei überraschend gewesen, sagt Onda. Wegen der Tiefe und dem hohen Druck habe ich erwartet, Plastikfragmente zu sehen. Aber was sie dort unten gesehen hätten, das hätte anders ausgesehen, nämlich so, als käme es direkt aus dem Supermarkt. Die Ozeane, ihre Weite, ihre Schönheit und gleichzeitig Müllkippe unserer modernen Gesellschaft. Der Versuch einer theologischen Einordnung in der Bibel ist es das Buch Genesis, also das erste Buch Mose, in dem gleich ganz am Anfang über Gottes schöpferisches Wirken erzählt wird. Und der berühmte Satz, der wie ein Titel, eine Überschrift über dem Ganzen steht, ist gleich der erste in Genesis 1,1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist also die Ausgangssituation und die Grundvoraussetzung, von der wir als Christen zumindest unsere Schöpfung, also das, was ist, interpretieren. Den Kosmos, die Biosphäre, das organische Leben und auch der Mensch selbst. Wir alle verdanken uns dessen, dass Gott am Anfang alles, was ist, ins Leben gerufen hat, geschaffen hat. Allerdings ist dieser Text, dieser biblische Text, keine wissenschaftliche Erklärungsversuch, der das Entstehen versucht, nach heutigen wissenschaftlichen Gesichtspunkten zu ermessen und zu bemessen, sondern es ist ein theologisches Durchdenken der Wirklichkeit und der Frage, warum sind Dinge so, wie sie sind. Man kann in Genesis 1 ein Weltordnungsdenken entdecken. Und dieses Weltordnungsdenken, das ist auch bestimmten Zeiteinheiten zusortiert, den sogenannten Schöpfungstagen, wobei diese Tage halt nicht 24-Stunden-Tage sein können, allein schon deshalb nicht, weil am ersten Schöpfungstag nicht unser Zeitverständnis, was sich ja nach der Sonne richtet, geschaffen wird, sondern die Sonne und die Gestirne und unser Zeitrechnung wäre frühestens dann am vierten Schöpfungstag gegeben. Im Psalm 90, Vers 4 heißt es, 1000 Jahre sind vor dir, angeredet ist Gott, wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Also das biblische Zeitverständnis ist hier ein anderes. Es meint nicht unseren 24-Stunden-Tag, sondern durchaus auch kosmische zeitliche Kategorien. Spannend finde ich, dass in der Schöpfungsgeschichte den Geschöpfen selber sehr betont ein Anteil gegeben wird an der göttlichen Kreativität selbst. Also die gerade geschaffenen Geschöpfe werden einbezogen in den Schöpfungsprozess. Da heißt es zum Beispiel, die Himmel scheiden, die Erde bringt hervor, die Gestirne regieren. Und die Menschen, die erhalten auf der einen Seite den Auftrag, die Schöpfung zu beherrschen, das ist Genesis 1,28, auf der anderen Seite aber halt auch den Auftrag, sie zu bebauen und zu bewahren, Genesis 2,15. Also auch wir als Teil der Schöpfung, auch wir Menschen, nehmen Anteil an der Kreativität, an dem Gestaltungswillen Gottes, und dieser Gestaltungswille ist offenkundig noch nicht abgeschlossen. Die Schöpfung, wie sie dargestellt wird in Genesis 1, ist im Grunde genommen nicht das Bild des Aristoteles von dem unbewegten Beweger oder in der moderneren Forschung die Big Bang Theory, sondern es handelt sich um eine sogenannte Creatio Continua. Gott ist in der Schöpfung beständig involviert und der Schöpfungsprozess ist nicht abgeschlossen, sondern ein dauerhaft sich vollziehender, was ja durchaus moderneren wissenschaftlichen Theorien wie der Evolutionstheorie nahe kommt.
Ebenfalls finde ich spannend, dass in der Schöpfungsgeschichte hervorgehoben wird, dass die Menschen in der Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen worden sind. In der Ebenbildlichkeit, da muss man sich ja fragen, wie sah denn dann Gott aus? Das wird aber gar nicht beschrieben. Was man aber in dem biblischen Zeugnis erfahren kann, ist, wie Gott anders beschrieben wird. Nicht wie er aussieht, sondern was sind seine Eigenschaften. Gott ist ein Gott, der sich einzelnen Menschen zuwendet und vor allen Dingen auch einfachen Menschen zuwendet. Menschen, die eher am Rande stehen. Er ist ein Gott, der befreit. Das ist sozusagen das Urzeugnis des jüdischen Glaubens, der Exodus. Er ist ein Gott, der begleitet, der mit in die Wüsten des Lebens hineinzieht. Er ist ein Gott, der das Recht der Unterdrückten, der Witwen und Waisen immer wieder einfordert, der Gerechtigkeit will und der das Individuum zu sich selbst und zu anderen Menschen und zur gesamten Schöpfung hin führen und immer wieder neu öffnen will. Also denken wir an das Dreifachgebot der Liebe. Wenn Jesus gefragt wird, was ist denn das höchste Gebot, ist seine Antwort, du sollst Gott lieben und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn wir also in Gottes Ebenbildlichkeit geschaffen worden sind und wenn wir nicht nur Nutznießer sein sollen und quasi herrschen und das, was uns in der Welt als Gegenüber begegnet, ausbeuten wollen, dann wäre ja dieser andere Anteil des Bebauens und Bewahrens hervorzuheben und die Gottesebenbildlichkeit, dass wir selber halt auch dazu aufgerufen sind, auf die Einzelnen und das Einzelne zuzugehen, dort zu sein, wo Menschen sind und vielleicht nicht nur Menschen, sondern die Schöpfung ist, auch die Teile der Schöpfung, die gar nicht so spektakulär sind, die man auf den ersten Blick übersieht, so wie Gott auch zu den Einfachen geht, dass wir aufgerufen sind, an dem Befreiungsakt Gottes selber auch teilzuhaben, dass wir begleiten sollen, dass wir uns gegen Unterdrückung wenden und für Gerechtigkeit einsetzen. Gleichzeitig müssen wir aber konstatieren, dass wir so etwas wie einen ökologischen Sündenfall haben. Und auch dazu gibt es ja eine biblische Geschichte, nicht zu dem heutigen ökologischen Sündenfall, aber zu dem Sündenfall an sich. Direkt nach der Schöpfung, nach Genesis 1 und 2, wird in dem dritten Kapitel des ersten Buches der Bibel geschildert, wie der Mensch sich über Gottes Gesetze, über Gottes Grenzen hinwegsetzt. Also das grenzenlose Menschen, die Unfähigkeit, sich selbst zu begrenzen und der Wunsch, am Ende alles beherrschen zu wollen, das Bebauen und Bewahren zu vergessen und nur noch das Herrschen zu betonen, vielleicht auch in einem falschen Verständnis, nicht nur unserer selbst, sondern Gottes. Nicht zu erkennen, dass Gott selber halt nicht nur ein Herrscher ist, sondern dass er ganz andere Komponenten beinhaltet. Das führt dazu, dass die Menschheit den Garten Eden, also diese paradiesische Urform eines ökologischen Gleichgewichtes, eines Miteinanders, eines Lebens im Einklang mit der Schöpfung, mit der Natur verliert. Und dieser Sündenfall ist eine mythologische Erzählung, der will ja auch nicht sagen, genau so ist das passiert. Aber was in dieser Geschichte erzählt wird, ist, dass Gott eine bestimmte Grenze setzt, dass er sagt, nicht alles, was möglich ist, ist auch gut. Und zu eurem eigenen Schutz, Adam und Eva, ihr zwei archetypischen Menschen, von diesem einen Baum sollt ihr nicht essen. Und obwohl alles zur Verfügung steht, was tun die ersten Menschen? Sie wollen natürlich genau das, was ihnen als Grenze gesetzt ist, überschreiten, werden dazu versucht, auch das ist nochmal spannend, dass ihnen dann ja eingeflüstert wird, in dem Moment, wo ihr von dieser Frucht des verbotenen Baumes esst, werdet ihr sein wie Gott. Und auch das ist, glaube ich, tatsächlich ganz gut geschildert in der Bibel. Das ist so etwas wie eine Urversuchung, unser Wunsch sein zu wollen wie Gott, aber in einem falschen Gottesverständnis, nämlich in diesem Gottesverständnis, wir könnten alles beherrschen und für uns und unser eigenes Wohlbefinden nutzbar machen,
ohne die größere Perspektive im Blick zu halten, also immer in der eigenen Dimension des eigenen begrenzten Lebens gedacht. Nicht Generationengerechtigkeit, nicht die Menschen, die nach mir kommen, sondern das, was Wissenschaftler das Anthropozän nennen, also das Zeitalter des Menschen, ist im Grunde genommen ja ein Zeitalter der Selbstsucht, wo jede Generation versucht, für sich das Maximum herauszuholen. Die Bibel ist da, finde ich, sehr genau beobachtend, sehr kritisch und weist auf andere Wege. Noch einmal zu dem Stichwort der sich dauernd vollziehenden Schöpfung, der Creatio Continua. Martin Luther hat dazu gesagt, wo er, damit meint er Gott, also wo Gott nicht anfängt, da kann nichts sein noch werden. Wo er aufhört, kann nichts bestehen. Also für Martin Luther umfasst Gott alles, was ist. Und nichts kann sein ohne Gott. Nun leben wir aber in einer Zeit, wo wir, wie ich schon sagte, gerne Sachen genau durchmessen, wo wir genaue Maßstäbe haben wollen, es in mathematische Formeln und Gleichungen hineinsetzen möchten. Und die Frage ist dann, gibt es denn diesen Gott? Braucht es tatsächlich diesen göttlichen Plan oder ist nicht alles, was ist, am Ende doch einfach ein Zufallsprodukt? Und beides sind ja Optionen, die zumindest denkbar sind. Es ist die Frage nach der Deutung der Wirklichkeit. Als Christ finde ich es sehr spannend, die Möglichkeit Gottes ins Spiel zu bringen, weil sich dann halt sehr viel in der Gleichung ändert. Dann geht es halt nicht mehr nur noch um Zahlen, Daten, Fakten, nicht mehr allein um das Messbare und Kalkulierbare, was man in Formeln und Gleichungen setzen kann und was ja auch nur so lange eine Gültigkeit hat, bis nicht eine andere Formel oder Gleichung eine bessere Erklärung bietet, sondern wenn wir Gott in diese Gleichung mit hineinnehmen, wenn wir ihn als Möglichkeit nehmen, dann entsteht ein Raum für ein neues Fragen, was anders fragt, nämlich nach dem Sinn und nach Werten, nach Lebensgestaltung und Lebensausrichtung, nach persönlicher Verantwortung und in der Tat nach dem, was ich eingangs geschildert hatte als Charaktereigenschaften Gottes, nämlich nach Hoffnungsperspektiven, nach der Frage von Gerechtigkeit, nach der Frage von Liebe, die geteilt wird und nicht weniger wird, sondern indem sie geteilt wird, sich tatsächlich vermehrt. Das ist ja im Grunde genommen eine unlogische mathematische Formel, dass da, wo ich etwas dividiere, es gleichzeitig multipliziert wird. Und trotzdem kann man erleben, dass genau das wahr ist. Also der Liebe Gottes Raum geben ist eine Möglichkeit, mit einer ganz anderen Brille sich die Welt anzuschauen und auch die Welt lieben zu lernen. Und dann ist die Welt nicht etwas, was ich sachlich materiell betrachte, was ich in einer bestimmten Formel mir nutzbar machen kann, sondern dann bekommt die Welt an sich einen anderen Wert und ist mir ein Gegenüber. Und auch das ist der Bibel überhaupt nicht fremd. Die Natur wird gar nicht immer nur als etwas auf einer Sachebene wahrgenommen, sondern zum Beispiel gibt es im Römerbrief im 8. Kapitel diesen Satz von Paulus, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns Menschen seufzt und leidet. Also die Schöpfung, die Natur wird einbezogen in menschliche Charakteristika, in das menschliche Leid. Und wenn man den gesamten Kontext dort liest, dann kann man feststellen, dass nach der Theologie des Paulus erst wenn die Menschen erlöst werden, wenn sie sich ihrer selbst gewiss werden und mit sich selbst sozusagen ins Reine gekommen sind, erst dann auch die Natur erlöst ist, weil sie endlich nicht mehr unter dem Menschen leidet, nicht mehr ausgebeutet wird, sondern etwas wie eine Balance entsteht, ein Miteinander, was ausgeglichen ist, was sich gegenseitig bereichert. Ich habe gesagt eingangs, ich liebe das Meer und ich liebe es, am Meer spazieren zu gehen. Genauso gut könnte man sagen, ich liebe den Wald, ich liebe die Berge, ich liebe die Felder und Wiesen. Die Natur, die uns umgibt,
in all ihrer Schönheit lädt eigentlich jeden Tag dazu ein, ihr mit Liebe zu begegnen, das Herz weit zu machen. Das ist jetzt ein bisschen pathetisch und poetisch und überhaupt nicht wissenschaftlich, aber genau diesen Gegenpol braucht es, glaube ich, um die Schönheit bewusst zu erleben. Und nur wenn ich so die Welt um mich herum wahrnehmen kann, denke ich, werde ich motiviert sein, mich auch für die Welt einzusetzen, für die Weltmeere und für alles, was ist. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass nicht nur die Bibel, sondern wahrscheinlich in allen Religionen der Mensch dazu aufgefordert wird, das, was den Menschen umgibt und woran er selber Anteil hat, wirklich wahrzunehmen, im Detail zu betrachten, sich darauf einzulassen und zu erkennen, dass es uns halt nicht gegeben ist, um es nur für uns selbst zu nutzen, sondern dass wir selber darin Anteil haben und es unsere Aufgabe ist, so wie es halt in Genesis 2 gesagt wurde, zu bebauen und zu bewahren, nicht nur für uns, sondern auch für die Menschen, die nach uns kommen und auch für eine Zeit, wo es vielleicht mal gar keine Menschen mehr gibt, weil in der Natur, in der Schöpfung, im Kosmos selbst ein Wert an sich liegt und eine Schönheit ist, die es zu bewahren gilt. Soweit ein erster Einstieg aus theologisch-christlicher Perspektive. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Lars Dedekind, für diesen sehr interessanten theologischen Impuls, der eigentlich dazu anregt, sofort in die Diskussion zu gehen. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen da ein paar Dinge zusammenfassen und zunächst mal nach diesem grundsätzlichen Gedanken kommen Fakten, Informationen und Bedeutung und Hintergründe zum Thema Ozeane und natürlich zum Welttag der Ozeane von Dr. Benno Dahlhoff.